Alle Jahre wieder. Alle Jahre wieder Handparade. Diesmal sieht man in den Straßen ein bisschen viel Polizei. Ach, du wenig noch! Die Polizei hat immer noch nicht verstanden, dass Cannabis und Handparade was ganz Friedliches sind. Und wenn sie es noch nicht verstanden haben, dann müssen sie das eigentlich riechen. Und dann müssen sie jetzt feststellen, dass sie alle nach Hause gehen können. Dass wir sie hier nicht brauchen. Und dass sie uns eigentlich ja auch ruhig hier auf den Mauerpark lassen könnten. Weil Hanf, Cannabis, Marihuana und die dafür demonstrieren, die sind wirklich die Friedlichen im Land. Und die brauchen keine Polizei und kaufen keine Polizeiabschnitte. Weg mit den Bullen! Vor zwei Wochen hat mich die Bild-Zeitung am Wochenende angerufen und mir mitgeteilt, Liechtenstein würde Hanf an die Kühe verfüttert. Und die würden dann ganz gute Milch geben. Und das seien ganz glückliche Kühe. Was ich denn davon halte, dass auch in Deutschland die Kühe mit Hanf gefüttert werden. Und dann habe ich gesagt, ich finde, Hanf ist eine ganz wichtige Kulturpflanze in Europa und ich setze mich dafür ein, dass Hanf wieder eine Kulturpflanze wird und dass sie für all die guten Zwecke benutzt werden kann. Für Kleidung, für Schokoladeherstellung, für Bierherstellung, für Haarwaschmittel, für Schuhe, für alles Mögliche. Für Medizin. Und wenn die Kühe das gerne fressen, dann sollen sie es fressen. Die Kühe sind dadurch in die Bildzeitung gelangt, weil am nächsten Tag stand in der Bildzeitung unter der Schlagzeile: Grüne wollen Kühe mit Hanf füttern. Ja. Dazu kann ich nur sagen, wenn Hanf auf diese Weise in Deutschland, in Europa wieder zu Hause ist, wie sie viele Jahrhunderte lang gewesen ist, diese wichtige Pflanze. Sie kommt in vielen Märchen, in vielen Sagen vor. Diese Pflanze wollen wir hier wieder als Kulturpflanze haben. Und wenn das über die Kühe geht, das ist mir egal, dann sollen die Kühe das ausprobieren, dann werden wir sehen, ob sie mehr Milch geben, ob sie glücklicher sind, ob die Milch noch besser schmeckt. Seit der Handparade 2002 und dem Satz, auf den ich nachher nochmal komme, werde ich ja überall rumgereicht als der, der für die Legalisierung von Hanf bei den Grünen eintritt und auch im Bundestag und der die Bundestagsabgeordneten und Kollegen, wenn sie zum Oktoberfest losgehen, um sich so richtig volllaufen zu lassen, ihnen dann wünscht, ich wünsche ihnen ein Drogen. Haltiges Wochenende und die dann empört sind, weil sie alle behaupten, Bier und Schnaps, das sei keine Droge, sondern das sei ein Genussmittel. Ich war jetzt in einer kleinen Stadt in Ostfriesland vor einigen Tagen und habe ich diskutiert mit dem Direktor des Gymnasiums und mit dem Direktor der dortigen Kriminalpolizei und über die Frage, ob das nun gut oder richtig ist. Das war an der holländischen Grenze, war noch ein Fachmann aus Holland dabei. Und dann hat der Kriminalbeamte gesagt, bei Ihnen bestehe das Problem eigentlich gar nicht so. Und der Gymnasiumsdirektor hat gesagt, nein, in seiner Schule gibt es das eigentlich nicht. Das sei ja ein Problem für die Metropolen. Das sei überhaupt gar nicht hier in dieser kleineren Stadt das Problem. Dann habe ich in der Pause, als da mein Lied gespielt wurde, bin ich rausgegangen, weil ich das ja kenne, und habe mich mit einigen Gymnasiasten unterhalten. Und dann haben die zu mir gesagt, aber natürlich haben wir dieses Phänomen, natürlich machen wir das auf dem Schulhof, natürlich machen wir das hinter der Turnhalle. Dieser Direktor hat ja keine Ahnung hier von uns. Und da wird ganz deutlich, das Phänomen Cannabis,
Marihuana und Hanf ist kein Problem der Metropolen. Das ist ein Phänomen und ein Genussmittel, was überall im Land und gerade auch in den ländlichen Bereichen da ist, was aber keiner wahrhaben will. Wo alle sagen, das gibt's bei uns nicht. Wo sollen denn die 3,5 Millionen oder 4 Millionen, die nach Schätzung in Deutschland Hanf zu sich nehmen? Wo sollen die denn alle leben? Doch nicht in den Metropolen. Und das ist das Schlimme an der Politik. Dass das ein Problem ist, dass es für viele Leute auch ein Problem ist. Dass es für viele Leute aber auch eine Selbstverständlichkeit ist. In den Städten, in den kleineren Städten, in den Dörfern und auf dem Land. Wir müssen das Hanf, das Cannabis aus der Illegalität rausholen. Es muss in die Öffentlichkeit. Nur wenn wir das erreichen, dann erreichen wir erstens, dass man vernünftig mit dieser Droge umgehen kann. Dass man auch was dagegen tun kann, wenn Leute abgleiten, wenn Leute sich verlieren, wenn Leute sich nicht mehr kontrollieren. Und dass man auch dieses Mittel besteuern kann und dass man aus den Steuern, die dabei rauskommen, sehr vieles Gutes in diesem Land tun kann, auch für die, die drogenabhängig sind. Und bei der Frage der Parteien, ich habe ja auch wahrgenommen, dass sich gerade hier in Berlin auch die Vertreter kleinerer Parteien, anderer kleiner Parteien, jetzt nicht CDU und SPD, inzwischen für die Legalisierung oder jedenfalls für Schritte hin zur Legalisierung stark machen. Ich sage zu denen allen, willkommen im Club der Legalisierungsbefürworter. Das ist mir doch egal, was die für eine Farbe haben. Wichtig ist, dass dieser Club zunimmt, dass er größer wird und stärker wird. Aber ich sage denen auch allen, es genügt nicht an der Basis, in der Diskussion auf der Straße, bei der Hanfparade oder in politischen Diskussionen vor Wahlen sich dafür einzusetzen. Ich verlange von euch, dass ihr in der Regierungspolitik, im Bundesparlament, im Landesparlament das artikuliert und euch dazu bekennt, dass die Legalisierung angesagt ist, dass wir Schritte dahin gehen müssen. Wenn das erreicht werden kann, dann sind wir ein Stück weiter und dann bin ich dafür, dass wir die Unterschiede beiseite wischen. Weil nur wenn wir in diesem Punkt an einem Strang ziehen, dann können wir Fortschritte erzielen. Wir haben in den letzten Jahren, und das muss man einfach feststellen, nicht nur weniger Leute dafür auf die Straße bekommen, sondern wir haben auch keine wesentlichen Schritte hin zur Legalisierung erreicht. Alles andere ist, was wollen. Das ist einfach nicht so. Und natürlich bin ich dafür, dass die geringe Menge in der Definition hochgesetzt wird, dass wir uns der Grenze in Schleswig-Holstein nähern von 30 Gramm. Aber machen wir uns doch nichts vor. Allein zu sagen, die Konsumenten sollen straffrei bleiben, das kann nicht die Lösung sein, weil irgendwo müssen die Konsumenten ja das Zeug herbekommen und sie müssen heute sich in die Kriminalität begeben, wenn sie da was haben wollen. Und das ist nicht richtig. So kann das nicht weitergehen. Wir müssen es erreichen, dass wir zu einer legalen Abgabe kommen. Nur wenn wir Schritte dahin erreichen, dann kommen wir zu einer ehrlichen Legalisierung von Hanf. Und ich sage euch jedes Jahr wieder dasselbe. Wir haben es nicht erreicht. Wir haben einige kleine Schritte in einigen Bundesländern unternommen. Wir haben in den Diskussionen, auch in den anderen Parteien, Fortschritte erzielt. Aber wir müssen dicke Bretter lange bohren, bis wir Erfolg haben. Auch in anderen politischen Themen, etwa der 60er Jahre, bei der Akzeptanz der Homosexualität, etwa durch die Bevölkerung und dann auch durch den Staat, durch die Regierung, durch die Parlamente, hat es jahrzehntelang gedauert, bis das durchgesetzt war. Während das früher, noch 1969, als ich anfing als Strafverteidiger, Leute für Homosexualität, erwachsene Männer, die homosexuell waren und sich homosexuell betätigt haben,
dafür ins Gefängnis kamen, ist es heute legal vom Staat anerkannt und man kann den staatlichen Segen bekommen. So muss die Entwicklung auch bei Hanf, Cannabis und Marihuana werden. Wir müssen das Ziel erreichen, dass auch nicht nur gesellschaftlich, in der Öffentlichkeit, sondern auch vom Staat, von der Regierung, von den Parlamenten anerkannt wird, dass das ein gesellschaftlich akzeptiertes Hilfsmittel ist, dann können wir auch lernen, vernünftig damit umzugehen. Deshalb bleibt es bei der Forderung, und da können noch viele Jahre ins Land gehen müssen, das endgültig durchsetzen. Es bleibt bei der Forderung, Legalisierung für Hanf, gebt das Hanf frei und zwar sofort. Steffen.